Verehrte Damen und Herren, was wäre die Sportstadt Potsdam ohne das internationale Stabhochsprung-Meeting im Sterncenter, ohne die Leichtathletik oder ohne die Volleyball-Erstligisten? Vielleicht nicht von der Landkarte verschwunden, aber mit Sicherheit um einige Sporthöhepunkte ärmer. Entschuldigung. Peter Rieger ist einer der Männer, die dies zusammen verantworten hat, natürlich im positiven Sinne. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern beim SC Potsdam hat er es in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschafft, den Sportclub Potsdam wiederzubeleben und zum größten Sportverein des Landes Brandenburgs zu entwickeln. Große Sprünge versuchen und tatsächlich schaffen sind verschiedene Dinge. Peter Rieger kann beides, inzwischen seit mehr als 60 Jahren. Er hat sein Abitur am Helmholtz-Gymnasium abgelegt, war bei den Olympischen Sommerspielen 1918 in Moskau dabei und ist bis heute Rekordhalter der weiten Sprünge im Land Brandenburg. Seine 8,10 Meter im Weitsprung hat kein brandenburgischer Leichtathlet überboten. Respekt. Der Rekord ist immerhin schon 35 Jahre alt. Peter Rieger wird aber heute nicht für seinen Landesrekord geehrt. Vielmehr geht es um sein Engagement für den Sport und somit für die Landeshauptstadt Potsdam. Als Kraftwerk des SC Potsdam ist er kürzlich einmal bezeichnet worden und als Mr. Motivator. Vergleiche, denen wohl keiner den ihn, seinen Willen, seine Euphorie und seine Begeisterung für den Sport kennt, widerspricht. Ich selber spiele seit 2010 für den SC Potsdam. Dass es inzwischen 5 Jahre geworden sind, liegt einerseits an dem Potenzial der Mannschaft und dem Umfeld. Und Peter Rieger gehört maßgeblich zu jenen im Verein, die uns Spielerinnen das ermöglichen. Dafür ein herzliches Danke von meinerseits, stellvertretend auch für die Mannschaft. Als ich gefragt wurde, ob ich die Laudatio für unseren Verein halten würde, habe ich kurz überlegt. Schließlich müsste er meinen nächsten Vertrag unterschreiben. Im zweiten Moment dachte ich, kein Problem. Erstens habe ich ausschließlich Lobendes zu sagen und zweitens hat Peter Rieger neben vielen anderen auch eine besondere Stärke. Sollte es doch mal Differenzen geben, so werden sie ausdiskutiert. Anschließend schaut man sich in die Augen und weiter geht's. Kein Nachtragen, kein Nachtreten, ganz fair, das ist Sportsgeist.